Mahlzeit. Wir haben heute Samstag. Recht schönes Wetter. Haben heute aber mal ein bisschen länger im Bett gelegen. Haben uns heute früh erstmal schon einen Weihnachtsfilm reingezogen. Die zweiten. Gestern Abend gab es schon den ersten Weihnachtsfilm. Gestern gab es Klaus und heute gab es The Christmas Chronicles. Maria hat hier ein bisschen Probleme mit ihrer Allergie in unserer Wohnung und ist jetzt erstmal ordentlich am Sauge, am Vorweihnachtsputz quasi. Genau. Ich werde schwer den Kamin noch sauber machen, dass wir den demnächst anmachen können. Und dann machen wir uns heute einen gemütlichen Tag. Wir gehen heute auf Wanderschaft. Wir machen einen kleinen Spaziergang zu einem Wasserfall hier in der Nähe. Hier hat wohl jemand sein Auto stehen lassen. Sogar sein Pulli liegt noch drin. Geil! Scheiß, oder? Ich sehe gar nichts. Hast du mal gespürt, dass du eine triffst? Nee, oder? Da hinten, ich habe sie gesehen. Das ist meine große, Liebe. Ja, die sind alle klein hier. Keine große. Ich mach drei auf einmal. Ha! Da war eine dabei. Auch wenn jetzt keiner weiß, was hier hingeflogen ist, aber man hat's gehört. Hier sind auch schon so richtig alte Kavenz-Männer dabei. Vor allem der da unten. Also, hier ist abends voll mit Oliven. Guck mal, Toffer, ich habe große Oliven gefunden. Willst du noch mal eine Runde spielen? So, ich sammle ein paar. So, spiel mal noch mal eine Runde. Olive Boy. Also ist er handlicher. Jetzt noch mal, kann ich mal so werfen. Ich hab ein bisschen Angst. Gibt's doch nicht. Der war schlecht geworfen, sorry. Du musst eigentlich so werfen, dass er so hier vorbei ist. Okay. Ebbe. Gut, oder? Alter. Ja. Ich bin tot. Da ist schon das Schild. Und man hört es auch schon. Könnt ihr es hören? Da unten müsste er sein. Wir müssen über den reißenden Fluss drüber. Pass auf. Es hat ein bisschen was Dschungelmäßiges. Da ist er, der Calamares-Wasserfall.
Mmh, lecker. Das ist der Erdbeerbaum. Und er hat ganz viele rote Früchte. Schmeckt's? Das ist lecker. Schmeckt's nicht? So. Mmh. Ein bisschen pfirsichartig. Mhm, wir laufen nicht oft Leute lang wie im Weg. Ich glaube, wir laufen allgemein nicht oft Leute. Außer die Deutschen und die Touris. Guckt euch das an. Schön rot. Meine auch. Oh, lecker. Ja, wunderschönes Wetter. Deshalb machen wir einen Ausflug. Wir fahren mit unseren Fahrrädern nach Pylos. Zumindest mal in die Richtung, je nachdem, wie weit wir kommen. Hier ungefähr. Und fahren auf jeden Fall einfach mal ans Meer. Mal ein bisschen rauskommen. Frische Luft schnappen, die Sonne genießen. Was für eine Aussicht, geil. Ja, wir sind jetzt in Pylos. Und ich habe Bock auf Kuchen. Ich glaube noch nicht, dass wir hier Kuchen finden. Aber Toffe hebt jetzt Geld ab und dann begeben wir uns mal kurz auf die Suche. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, gibt es vielleicht ein Bierchen. Wir haben doch Kuchen gefunden. Juhu! Für mich gibt es einen Bueno und für Toffe ein Snickers Cake. Und jetzt geht's wieder zurück. Die Sonne ist schon fast unten. Und für uns geht's bergauf. Und danach wieder bergauf. Juhu! Es macht echt einen krassen Unterschied, ob man mit Gepäck oder ohne Gepäck den Berg rauf fährt. Also, ich bin zwar auch ganz schön am Pusten, aber als wir hier angekommen sind, sind wir, keine Ahnung, irgendwie ein Drittel der Strecke gelaufen und haben das Fahrrad geschoben. Und jetzt, ohne Gepäck, kannst du halt auch easy peasy hochfahren. Gleich geschafft! Abend. Heute ist Mittwoch. Wir sind jetzt quasi seit anderthalb Wochen hier, haben quasi die Hälfte rum von unserem Aufenthalt hier. Und heute machen wir uns einen gemütlichen Abend, gucken Seven versus Wild. Gänse Wild, wie Maria sagt, gell? Und machen dabei ein bisschen Hundeleckerli, die Frau. Von hier, die hat immer so Hundeleckerli-Zöpfe und macht die wieder einzeln, damit ja, als kleiner Zeitvertreib und das nicht so teuer wird. Genau. So sieht's aus. Schön Kerze an, der Ofen. Oh, der brennt nicht mehr. Das sollte man mal richten. Genau. Eigentlich wollten wir morgen eine Wanderung machen, aber morgen soll das Wetter ein bisschen schlechterer werden. Und deswegen laufen wir heute. Da drüben sieht man Pylos. Wenn man es sieht, da ist Jalova. Und das ist, hier ist die Jalova, die Lagune von Jalova. Und hier geht es zur Ochsenbauchbucht. So ein 10 Kilometer Marsch, da geht es hoch. Ein guter Marsch für einen
schönen Samstagnachmittag. Genau, gestern haben wir schon angefangen, die Fahrräder zu putzen. In der Woche geht es ja schon wieder weiter. Loch. Das ist die Ochsenbauchbucht. Das sieht ja mal geil aus. Sehr geil. Das ist ein Seil. Ja. Was? Muss man sich da tatanmäßig dran hangeln? Ja. Hält auch. Warte. Hm? Nur mal die GoPro, ich mach das jetzt auch. Hier. Okay. Ja. Sportprofi. Hier im Dschungel. Wie der Weg zum Wasserfall auch. Ja. Ich meine nicht ja mit den Wegen hier. Das ist voll geil. Mhm. Vor allem auch was ganz anderes als bei uns. Eine Höhle. Alter. Und wie die da reingeht. Tropfsteinmäßig, oder? Man sieht hier schon so die Verkalkung. Hier. Und guck mal, da oben kommt Licht rein, da oben ist ein Loch. Ja, wer ist denn da? Guck mal, da sieht man die Höhle, in der wir gerade drin waren. Ja, ja. Geil. Das hier ist jetzt die Ochsenbauchbucht. Es ist wunderschön. Schaut euch mal das klare Wasser an. Müssen wir vielleicht doch mal reinspringen. Oh, Schlange! Verarscht! Oh, guck mal. Das ist ein kleiner Wasserfall. Ich dachte, man kann hier rüberlaufen. Das ist nicht fest hier. Ja, wieso kamst du denn darauf, dass das fest ist? Ja, ich dachte, das wäre so ein Weg darüber. Aber und da ist doch der Weg darüber. Ah, mein Fuß ist komplett nass. Ja, aber so ist es auch. Da war mein Geländer drin wahrscheinlich. Oh, ich habe mir die Schulter dran ausgekugelt. Oh, Scheiße. Zödele. Jetzt sieht man die Burg.
Von oben sah es ja nur aus wie so ein kleines Türmle. Jetzt sieht man es natürlich nicht. GoPro, Videoaufnahme, stopp. Hör auf, du Depp!